Klimaaktionstag hat eine inzwischen schon 5 Jahre alte Tradition, glaube ich. Er findet statt im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Das ist also europaweit eine Mobilitätswoche, wo es um nachhaltige Mobilität geht, wo man die Menschen überzeugen will, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und wir haben das etwas kleiner gemacht in den ersten Jahren und jetzt ist es das zweite Jahr, dass es in der Langenstraße stattfindet und eine autofreie Aktionsmeile und Spiel- und Musikmeile den Bürgern bereitgestellt wird. Wir erwarten Menschen, die hier ihre Freizeit verbringen, einen schönen Sonntagnachmittag verleben, hoffen, dass wir auch ein paar Autofahrer, vielleicht ein paar Pendler erwischen, die über Alternativen nachdenken, angeregt sind, positiv gestimmt. Es ist eine wunderschöne Atmosphäre, wie im letzten Jahr wieder. Die Straße ist autofrei, die Leute flanieren, die Bürger nehmen einfach Besitz von der Straße. Das ist ein schönes Bild, was sich hier gibt. Ja, wir wollten Alternativen aufzeigen zum Auto. Deswegen gibt es hier ganz viel Informationen über die RSAG, über die Nahverkehrsmittel, aber auch zu Lastenrädern, zu Pedelecs, alternativen Mobilitätsformen. Und das soll alles aber auch mit viel Unterhaltungswert verbunden sein. Jeder kann viel tun. Das geht natürlich vom Haushalt los, aber geht auch bis zur Mobilität. Innerstadt, ganz klar, kann man fast alle Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad machen. Kurze Wege zu Fuß, das wollen wir auch nicht vergessen. Rostock tut eine ganze Menge. Ja, und die Bürger können ihren Beitrag leisten, indem sie eben diese Verkehrsmittel nutzen.